Also mal herzlich willkommen. Moin, moin, Leute. Seid gegrüßt. Neue Runde von Lego Fortnite mit Pascal aktuell. Moin, moin. Moin, moin. Ja, hier stehen wir nur an der Base, aber leider sind wir hier nicht ganz richtig. Wir wollen ja dieses epische Zeugs herstellen, eine epische Spitzhacke, und die kriegen wir leider nur bei der gut Top-Level-Werkbank. Und hier fehlt uns für das Ausrüsten, Upgraden, Ungetüm-Schuppe. Also entweder müssen wir ein Ungetüm finden, was wir schnell mal erledigen. Alternativ einmal rüberrennen zur Base und drüben an der Werkbank dann irgendwie Sachen herstellen. Also, so ein Ungetüm zu finden ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Was ist der denn hier, Ritterkrieg? Das zu zweit bekämpfen, ne? Aber das glaube ich geht. Dann sind ja mittlerweile doch deutlich besser equipped. 19er Schutz. Eine ganze Menge Dinger hier und eine tolle Armbrust und so weiter und so fort. Also, das glaube ich ist gar nicht so schlimm. Aber eins zu finden auf die Schnelle, das ist, glaube ich. Man sieht sie auch nicht auf der Karte oder so. So, erstmal mal moin an den Livestream-Chat. Seid gegrüßt natürlich auf Kick und auch auf Twitch und auch auf YouTube. Moin, moin, liebe Leute. Und natürlich, klar, Tipps und Tricks gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr wisst, Ungetüm ist immer da, müsst ihr da hinlaufen. Denn. Erledigen wir das mal schnell, ansonsten werden wir wohl drüben zur anderen Base laufen. Also ich weiß, hier hinten im Wald war ja immer einer, oder oft das. Unten am Fluss war immer mal einer. Ich weiß auch nicht, ob die random, also durch Zufall immer irgendwo spawnen, oder ob die... Im Fluss laufe ich gerade, nein, sind ja nur lauter Wölfe. Ja, ich glaube, ich bin gleich Wolfsbesuch. Auch keinen von den Spraggles. Ich würde vermuten, dass es geschickter ist, rüber zu latschen. Das dauert 10 Minuten. Und jetzt hier ein Ungetüm zu finden. Wo es natürlich schon praktischer, wenn wir hier eben auch die beste Werkbank hätten. Kleine Spinnies. Ja, ist so friedlich hier. Eine Truhe mit vier kaputten Spitzhack. Wo die woher kommen? Ja. Das tut er wahrscheinlich reingelegt, alle. Das gleiche. In die Richtung haben wir noch gar nicht so erkundet. Ich laufe da noch mal ein bisschen in die Richtung. In der Hoffnung, irgendwie so ein Ungetüm zu entdecken. Wieder nur so eine alberne Panzerkrabbe hier. Ja, den habe ich auch schon im Unterricht gehabt. Kleine Minispinnen. Gehen wir da oben auf den Hügel. Vielleicht hat man da einen kleinen Blick. Die kommen auch echt eher selten vor, diese Ungetüme. Mal hatte man Glück, da sind uns mehrere über den Weg gelaufen und dann wieder gar nicht. Ach, Wolf. Oder zu mir. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Also die ganze Region haben wir hier noch gar nicht erkundet. Aber ich will jetzt nicht alleine hier auf große Expeditionen gehen. Ich laufe jetzt mal beim kleinen Umweg wieder zurück. Da können wir ja immer noch hinlatschen dann. Ist wahrscheinlich auch wieder ganz tolles drin. Besten Schuppe. Rucksack. Oh, was ist er denn? Was
So, ein kleiner Terror-Trupp hier. Ist aber schlecht geschützt. Also Buchsreich, die Ungetümer sind meistens an den, in der Nähe ja, von Biomgrenzen. Also sprich von Schneewelt zur normalen Welt oder ne, von der normalen Welt zur Wüstenwelt. Das, sowas ähnliches muss man tatsächlich sagen, glaube ich, haben wir auch festgestellt. Ne? Wenn wir jetzt mal so zurück überlegen, wo wir die Ungetümer hatten, das war dann häufig da an der Wüstengrenze. Ja. Ich glaube, zwei Stück hatten wir das eine Mal. Ach komm. Denn jetzt eigentlich? Ich laufe gerade in Richtung zu dir hin. Und dann laufen wir zusammen sozusagen Richtung Wüste, ne? Ja, können wir. Nein, verrückten, Herr Moin, Herr Colin. Wir chillen hier so ein bisschen. Lego Fortnite. Schon 7 oder 8 Wölfe gefunden. Ja, davon gibt es viele. Mhm. Mein Inventar ist voll, das ist auch toll. Echt? Ich habe noch 15 Plätze frei. Ups. Hier ist eine Höhle, glaube ich, noch. Ja. Was ich auch so ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht weiterlaufen kann, wenn man aufs Menü guckt, ne? Dass man jedes Mal anhalten muss. Ja. So richtig hoch der Berg da hinten. Pascal ist leise. Pascal ist leise. Ich bin leise. Oh ja, ich glaube auch der Desktop-Sound ist irgendwann mal leiser geworden. Jetzt müsste es gehen. Danke. Ich glaube, der Spielsound war wahrscheinlich auch ein bisschen leise. Und das heute bei LS auch? Oh, weiß es nicht. Bei LS ging es doch eigentlich. Also ich habe das verstanden. Ja, war mich, also auch das den Hintergrund des Spiels auch gehört. Ja doch, das habe ich auch gehört. Ja. Okay. Schon wieder ein Wolf, ey, das ist er. Ja, jetzt sind wir doch gleich beieinander da vorne, sehe ich dich. So 100 Meter, 140 Meter. Wieder aufs Essen. Hm. Noch ein Wolf, das ist doch verrückt, ey. Ich habe auch schon 4 Stück, glaube ich, erlegt. Ich hab 9, glaube ich, jetzt. Jetzt kommt schon wieder ein Krabbel. Oh Mann. Lange nicht gesehen. Naja. Hier waren wir aber noch nicht, ne? Da hast du. Ne, haben naja. Wir. Ich habe auch den einen schwarzen Punkt nicht aufgedeckt da, aber. Wenn wir da rüber latschen, können wir da oben so ein bisschen höher gehen. Vielleicht von oben hat man eine bessere Übersicht. Das nächste Mal bauen wir hier eine schöne Brücke rüber. Ich gerne nochmal Feedback rein, ob wir jetzt Pascal gut hören können und auch In-Game-Sound eben hören können, ne? Ob sich irgendwas Großes in der Nähe bewegt, aber sehe nix. Jo, Sound ist jetzt wesentlich besser. Vielen Dank auch für Rückmeldung natürlich. Ich muss hier irgendwann einmal rüber gescrollt haben und es war Desktop-Audio deutlich zu leise. Sehen. Na, du hast doch auch so ein Flugteil, ne? Oder wie? Ne, den hat Gerd. Von hier kannst du, glaube ich, gut fliegen. Ja. Man hat auch einen Mega-Blick, wie groß die Wüste da hinten auch ist.
Obwohl, das ist nicht mal die Wüste, in der wir waren. Von hier oben siehst du noch mehr. Das ist eine Wüste weiter nördlich. Ja, wir waren ja hier unten, weiter südlich. Viel weiter, ja. Wir sind ja jetzt komplett Richtung Norden gelaufen. Krass, wie groß die Welt ist. Immer machen wir nochmal einen richtigen Expeditionstrip. Wir laufen immer in eine Richtung, bis wir irgendwann am Ende ankommen. Oder wieder rundherum sind. Ich glaube, wir waren schon ziemlich am Ende, wenn du mal guckst. Also man kann ja nicht weiter runter scrollen, unten zum Kartenrand. Nach oben ist ja noch deutlich was Schwarzes. Ja, das stimmt. Vielleicht muss man da auch irgendwo hin und da ist später so ein Endboss oder so. Man weiß es nicht. Ich weiß es zumindest nicht. Ich habe nicht irgendwie vorgeguckt oder irgendwas. Ich auch nicht. Ach, denn. Oh. War knapp. Wir haben das einen Ungetüm gefunden, schade. Ne, ich bin den Berg runtergerutscht und genau an so einen ranzigen Wolf. Ja, fahren wir die mal. Stört sich da was? Glaub nicht. Irgendwann habe ich sogar mal extra irgendwas dafür vorbereitet, aber es ist Monate bzw. schon ein Jahr her, wo jemand mal angefragt hat, ob man das und das nicht so und so machen könnte, damit man es besser im Terraform-Mod nutzt. Also das ist irgendeine Konverter-Geschichte. Sollte funktionieren mit Terraform. Schon wieder ein Wolf. Das ist aber. Hoffen immer noch weiter weg. Wir müssen jetzt mal nach unten in die Richtung. Ich dachte. Ich würde jetzt auch gar nicht so viel Zeugs hier looten, weil das meiste ist ja eh alles Quatsch. Da wäre irgendwo eine Truhe mit einer Schuppe. Die Schuppe hast du ja heute angetan, oder? Die brauchen wir unbedingt. Das ist immer so, wenn du irgendwas suchst, findest du das nicht. Naja, wo ich auch Bock hätte, gegen Ungetüm zu kämpfen, das ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller als die kleinen Gegner hier. Die taugen ja nichts mehr. Ach so. Ich hab auch viel Krams auf Tasche. Für die Wüste haben wir gar keine Shakes mehr, oder? Nee. Dafür sagst du, glaube ich, diese Frost. Also zumindest habe ich auch nichts mit davon. Ja. Ich glaube nicht, dass uns gleich mit dem Tunnel. Wir haben so ein bisschen Schutz haben wir durch diesen kalten Schmuck, ne? Ja, genau. Aber echt, also in Höhlen könnten wir nicht rein. Da ist ein Ungetüm, direkt vor uns. Oh, nice. Warte, ich muss erstmal essen, voll Energie haben. Ja, ich auch. Vielleicht habe ich noch irgendwas Tolles zu essen. Ein Burger. Kann dir Fleisch geben, sonst. Ich habe nichts richtig Tolles. Ich kann dir dann Fleisch abgeben, wenn du willst. Bringt das mehr Energie? Weiß ich nicht. Ich glaube ein bisschen, oder? Warte mal. Was ist noch der Schubse? Hier, also ich nehme auch so einen Schubsaft. Hast du einen Schubsaft mit? Kann getrunken werden, heilt und erhöht vorübergehend die Ausdauergeneration. Ne, Schubsaft habe ich nicht. Dann können wir das auch nochmal halbieren hier. Aber wenn du noch so ein Fleisch isst, hast du 2 Leben mehr. Warte mal. Ja, ist auch welche. Nur ohne ein rohes Fleisch. Oh, für 2 Minuten hat man ja. So, jetzt habe ich Fleisch gegessen. Trinke ich nochmal so ein Getränk. Dass das auch jetzt wieder genau dunkel sein muss, ne? Oh, du wirst angegriffen, pass auf. Ich sehe das Ding gar nicht noch, da hinten leuchtet er jetzt, ja. Oh, auf geht's, wa? Hoffentlich hält meine Munition so lange durch, oder? Munition hätte ich genug.
Wir müssen aber ein bisschen aufteilen, dass wenn er schießt, er sogar auf einmal trifft. Am besten locken wir uns ein bisschen Richtung Bäume oder irgendwas. Irgendwas, wo wir nicht so auf offener Fläche sind, vielleicht. Oh oh. Oh oh, der hat mich gleich. Feuer. Oh Gott. Ich sehe den gar nicht mehr. Ich habe viel erwischt. Muss irgendwas. Ach, hier ist er. Mist. Du musst immer mit ausweichen. Wenn er seine Kugel schießt, musst du immer ausweichen drücken. Das funktioniert eigentlich. Sag mal, was essen. Auf Pause. Essen Burger. Oh oh. Scheiße, er hat mich getroffen. Ich muss auch erstmal nicht rein. Ich bin ja da. Nachdem er schießt. Ja, ich kann aber nicht laufen beim Essen. Nee, jetzt kriege ich ja noch die Skeletten angegriffen. Ach nee, der schießt bis hierher. Was soll das denn? Ne, jetzt kommen ja noch zwei Schneewölfe. Oh ne, oh ne. Schluss. Folgt aber auch krass weit, ne? Wie viel brauchen wir gleich noch ohne Ende Rohstoffe einsammeln hier? Alles gegessen, wir brauchen noch hohe Energie. Aber er ist tot, oder? Yes, wir haben ihn. Ja, ich glaube, ja. Noch gucken, was ich Schuppe mitnehmen, aber. Was ist das für eine? Wandgetüm. Na, wir brauchen das normale, glaube ich. Boah, wie viele Rohstoffe hier rumliegen. Und ich wurde ja mittendrin noch davon zwei Wölfen angegriffen, ey. Ich freue mich, wenn ich. Ja, wir haben das nicht das erste Mal, dass wir so einen Typen erledigen. Aber gut, das ist jetzt nur ein. Das ist auch ein großer Trupp, oder? Noch einer. So, der Sprengstoff dabei, sehr gut. Ja, und der eine hat auch was getroppt. Ich konnte das nicht mehr aufsammeln, der Sprengstoff halten. Schon wieder ein Licht, aber. Wo war das ungefähr? Hier, ne? Plötzlich ist wieder hell. Ja, was brauchen wir denn nicht? Also Granit muss ich nicht unbedingt auf Tasche haben, ne? Das ist ja auch Quatsch. Spinnenfedern, also hier Spinnennetze wohl auch nicht. Granit kannst du mir sonst geben. Ja, ich hab da einen halben Stack von. Und die Gesamt können wir ja eigentlich auch rausschmeißen. Ne? Ja, Quatsch.
Da weiß ich nicht, ob wir dem Licht hinterhergehen sollten. Oder jetzt nach unten. Nach unten, wir müssen weit nach unten, ne? Mhm. In welche Richtung ist nach unten? Die halbe Karte. So, ne? Ja, jetzt kann man auf der Karte gar nicht bis nach unten kommen, oder? Kann das sein, dass die Karte größer ist, aber man jetzt nicht so weit scrollen kann, wenn man zu weit weg ist? Weil das wir stimmt, sehen, das kann sein, ja. Wir sehen ja nicht mal unsere Base. Also machen wir jetzt einen schönen Spaziergang in die Richtung. Ist ganz praktisch, was ich... Also, wenn man da Essen oder was in der rechten Maushand, also da, wo man sonst die Fackel hat, dann kannst du damit schnell essen, ne? Im Kampf gerade eben ganz praktisch, ja. Wäre das auch nicht schnell genug irgendwie sauber sortiert denn, aber ich habe zwischendurch nochmal irgendwie so ein Getränk getrunken, da so einen Schubsaft, weil ich den in der Hand hatte, oder in der Fackelhand. Da ist noch eine Truhe, aber ich glaube, die haben wir schon mal gelootet, oder? Das sind wir auch noch nie. Oh ne, da sitzen noch mal welche vor. Hey, du hast auf mich geschossen. Ich? Hm. Ich mache über die Truhe auf. Inventar ist voll. Aber ich glaube, da ist auch nichts, wo man sagt, wow. Dachte immer, dass hier irgendwo ein paar Pfeile wieder aufsammeln kann, aber das geht gar nicht mehr. Hätte ich die Federn gerade eben nicht wegwerfen sollen, ne? Nee, hab ich auch nicht. Ich hab noch zwei Federn. Aber wir können auch mal zusammen stacken. Du hast auch bestimmt Wolfskrallen. Hier, kriegst du noch ein paar mehr. Ja, hab oder hast du die weggeworfen? Eigentlich können wir sie auch wegwerfen. Ich hab 60 Stück hab ich jetzt. Ja, und wir haben eh die Truhen voll mit dem Quatsch. Einen so einen Holzstamm brauche ich auch nicht. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Also keine Ahnung, wofür man das brauchen sollte. Chili habe ich auch 50 Stück. Ein Stack mit. Chili esse ich gerade. Was isst du denn? Hier habe ich noch 5 Stück rausgeschmissen. Ja, hab 39, das ist auch gut. Ich habe auch 50 Stück mit, aber... Ich glaube, wir laufen auch in die richtige Richtung. Da ist noch ein Wolf auf jeden Fall. Nutze Tiere. Goldene Truhe, die bewacht wird. Na komm. Was ist so? 5, 6, 6, 7 Leute. Aber die können nichts für ab. Wieder fett auf mich geschossen hier. Mal die Truhe. Was hat er so? Weiß ich nicht genau. Wird hier noch nicht mitgespielt, aber wir sollen. Brot kannst du, weiß ich nicht, ob du Brot mitnehmen kannst. Ich hab noch ein bisschen Platz, aber. Ich schmeiß eher den Maiskolben weg, das Brot kann ich direkt essen wahrscheinlich. Das ist bestimmt auch gut. Wohl noch nicht. Mache ich gleich erst, wenn ich Energie brauche. Immer noch einen Sprengstoff. Na, no, dann kann ich nicht mehr. Nee, ich muss so eine Bock-Aktion. Meine Explosionsbox. Was ist das, so eine Kupferbahn? Da haben wir sonst. Ist nicht so schlimm.
müssen wieder anders laufen, ne? Ja, so will ich. Also irgendwie müssen wir rum um das Wasser oder was? So müssen wir ungefähr laufen, ne? Aber wir können auch durchs Wasser durch, oder nicht? Ja, wenn es nicht zu weit ist, kommen wir da durch. Das ist ja nur ein kleines hier vorne, ne? Man muss die ganze Zeit hochspringen, dann geht's eigentlich. Hier ist nochmal eine Höhle. Wird die kartiert, wenn man da reingeht? Oder zumindest einmal davor steht? Aber gut, wir haben auf jeden Fall schon was geschafft für die erste Folge heute. Wir machen gleich weiter, kurze Pause. Und dann werden wir erstmal schauen, dass wir möglichst zur Wüstenbase vorlaufen und mal schauen, ob wir noch mehr Ungetüme heute finden. Hoffen wir mal. Bis dann, vielen Dank und tschüss. Tschüss.